Moin moin, guten Tag und hallole, ich grüße euch, ihr Anno-Abenteurer. Ja, ich glaube, das passt heute recht gut und wie ihr sehen könnt, starten wir heute nicht mitten im Spiel, sondern in unserem Spielerprofil, weil ich hatte ja gesagt, dass ich unsere zwei Städte noch ein bisschen weiter ausbauen werde mit den Sachen, die wir jetzt gerade aktuell haben, also dass wir da nichts Neues dazu bauen, damit wir bessere Steuereinnahmen zusammenkriegen. Und ja, ich hatte einfach mal bei allen Zivilisationsstufen es auf ausgeglichen gestellt, dass wir halt eben mehr Geld einnehmen. Und ja, dann ploppte der eine Erfolg auf, dann der andere Erfolg und ich dann so, hallo, was ist denn jetzt los? Nicht Erfolg, sondern hier was mit den Medaillen zu tun hat. Das mit den Erfolgen, das war ja das, wo ich schon erwähnt hatte mit, ich entscheide hier, wer hier wohnt. Aber wir haben noch, hier, das mit den Medaillen. 1000 Einwohner erreicht, 1000 Gesandte haben wir geschafft schon jeweils, 1000 rumgesammelt, 2500 Goldmünzen gesammelt und 2500 Goldmünzen verdient durch den Handel. Also das ist doch auch einiges. Und hier beim Allgemeinen 10 Stunden gespielt, meine Güte. Als das aufploppte, habe ich mir auch gedacht, jetzt sollte ich doch so langsam mal eine Bremse reinhauen. Aber ja, gut, okay. So, wir haben jetzt 70 von diesen Edelsteinen. Und ich habe mir gedacht, komm, holen wir uns doch ein bisschen was hier mit dazu. Das hier sind jetzt nur irgendwelche Deko-Sachen, die sind aber noch zu teuer. Könnten vielleicht später so eine Goldstatue irgendwie einbauen als Deko, denke ich mal. Hier so die anderen Sachen, ja, würden jetzt auch nicht so schlecht aussehen, aber... Oder die Löwenstatue, die würde sich auch nicht schlecht machen. Ja, quadratisches Wasserwasser. Ja, also es gibt ja schon ein paar Sachen, die wir irgendwie einbauen könnten zur Verschönerung, aber... Ich wollte jetzt, nein, auch nicht Porträts, hier bei den Farben mal reinschauen, dass wir hier das Meeresblau, ist ja ein kräftigeres Blau, mit dazu nehmen können, weil das aktuelle Blau ist doch sehr blass. Also ist sogar, naja, fast so blass wie das Himmelblau irgendwie. Und das finde ich doch ein bisschen zu, ja, zu wenig kräftig. Hört sich blöd an, aber ihr wisst, was ich meine. Würde ich das da ja noch mit dazu kaufen. Dann haben wir das Meeresblau. Und hier als Wappen hätte ich gern die Flamme freigeschalten. Wo ist die? Da. Da ist die Flamme. Weil so eine Flamme auf meeresblauem Hintergrund sieht nicht schlecht aus, hätte ich jetzt mal behauptet. So, und schon sind wir ein paar Edelsteine weniger. Ja, sind wir ein paar Edelsteine weniger. Ja, ich, gut Deutsch. Haben wir ein paar Edelsteine weniger? Wappen auswählen. Flamme, genau. Jetzt sieht es doch ein bisschen besser aus. So, Titel, können wir irgendeinen Titel? Also Ordensritter, aber den habe ich, glaube ich, so durch die Pre-Order bekommen. Das ist jetzt also nicht so das Besondere. Aber gut, haben wir hier das ein bisschen aufgewertet und ja, dann sehen wir uns gleich im Spiel. So, jetzt können wir die Segel setzen und hier weiter hineinstürzen. So, ihr seht, wir haben hier ein Plus an Goldmünzen und ja, das haben wir jetzt nur, weil wir hier wirklich alles auf ausgeglichen gemacht haben. Ja, die Patrizier, Bürger, Bauern, also alle sind hier im ausgeglichenen Status und... Da hat uns die Schenke wohl eine Aufgabe, aber darum kümmern wir uns jetzt erstmal nicht, sondern... Oh, Moment mal.
Habe ich die aufgefüllt beim letzten Mal? Oh ja, habe ich aufgefüllt. Gut. Ja, da war ich mir nicht ganz sicher. Und ja, hier die orientalische Siedlung ist auch schön gewachsen. Ja, die Gesandten sind auch im ausgeglichenen Modus und es geht nichts anderes, weil es sind in der Zwischenzeit so viele, dass die jetzt Perlen haben möchten. Habe ich natürlich noch nicht gebaut und wir hatten auch ganz kurze Probleme mit der Essensversorgung, aber das Problem habe ich jetzt gelöst, glaube ich, denke ich, hoffe ich, oder? Ja, sieht recht gut aus, hätte ich jetzt mal behauptet. Und vom Kaffee sieht es auch recht gut aus. So, dann wollen wir mal diese nette Aufgabe annehmen und in Goldfurt Spione suchen. Das habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht, also Personen gesucht. Und ich weiß nicht, ob ich das mit euch schon gemacht habe, aber wir machen es jetzt gemeinsam. So, tada. Und jetzt haben wir 25 Minuten Zeit, Spione zu finden. Oh, da ist einer. Genau, Nummer 1. Die laufen immer ein bisschen besonders rum, könnte man sagen. Und sie haben einen ganz leichten blauen Rahmen um sich drumherum. Und dementsprechend muss man da dann durchschauen, weil man könnte da auch eine Nonne suchen, einen Mönch, Speerkämpfer und... Ah, da ist noch einer. Seht ihr? Das sieht so auffällig aus. Und jetzt brauchen wir noch den dritten. Wo ist der dritte? Wir könnten natürlich auch uns eine kleine Hilfe holen, indem wir auf die Minimap schauen, während wir mit dem Mauszeiger über die Aufgabe gehen, weil dann wird es auf der Minimap ungefähr angezeigt, wo der sich aufhalten könnte. Und ja, es wird umso höher, die Häuser sind immer schwieriger, jemanden zu finden, weil, ja, bestes Beispiel, hier. Bauernhäuser, da kann man ja fast komplett drum rum gucken. Klar, wir könnten auch die Karte dann drehen. Moment, wie war das? Nein, nicht so. Genau, so, ne? Könnten wir auch die Karte drehen. Wir könnten es auch so machen, um irgendwelche Menschen zu suchen. Und dann, ah, da ist er. Da ist der dritte. So, aber jetzt sieht für mich die Welt ein bisschen arg verdreht aus. Weil ich es doch gewohnt bin. Oh, oh, Feuer. Reicht die Feuerwehr dahin? Ja, okay, reicht. Sehr gut. Meine Flotte ist völlig jetzt unbedeutend. Müssen wir noch die Spione zu seinem Kontor bringen. Okay. Das heißt, wir nehmen dann am besten ein Schiff, das frei ist. Das ist aber nicht frei, weil das habe ich schon vorbereitet. Für die Übergabe von Fleisch, Bier und Waffen an unseren Piraten, dass wir da auch endlich mal keine zusätzlichen Sachen noch irgendwie machen müssen. Moment mal, hier die Aktionsleiste noch dazu packen. Dann nehmen wir doch einfach dieses Schiff, weil das müssen wir sowieso mitnehmen, um das Bier noch zu transportieren. Also Bier und Fleisch. Nee, nur noch Fleisch. Nur noch Fleisch. Aber, ja. Muss mitgenommen werden. Und ich glaube, denke, hoffe, dass wir genügend Platz haben. Ich glaube schon. So. Dann machen wir es jetzt einfach manuell. So, okay. Mehr Platz haben wir jetzt nicht. Das ist jetzt aber ein bisschen arg geschickt. So, packen wir mal die Spione da rein. Haben wir hier noch Platz für Brot oder so? Oder andere Sachen? Ja, hätten wir dann... Genau. Lassen wir dich hier rüberlaufen. Tun wir mal die Handelsroute unterbrechen. So, werfen wir mal das Brot in den Kontor, das in den Kontor und jetzt haben wir eigentlich ja genug Platz für das Fleisch und die Spione, dann passt es. Dann
sammeln wir das hier noch ein, weil es nervt so langsam. Die ganze Zeit nach dem, Moment, 80 brauchen wir, die ganze Zeit dem Piraten Geld in den Rachen zu werfen. Dann, ja, das, wie gesagt, das nervt. Aber gut, okay. So, wir haben die Waffen, wir haben das Bier, wir haben das Fleisch, wir haben die Spione. Gut, dann können wir uns auf den Weg machen. Der Venezianer ist hier. Lass mal das jetzt mal ein bisschen zügiger laufen. Ja, boah, ich bin richtig froh, dass das jetzt hier aufwärts geht. Vor allem auch mit dem Geld aufwärts geht. Klar, unsere Bürger sind jetzt nicht so super zufrieden, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber wir haben ein Plus und ihr seht, es steigt immer mehr, zwar nur langsam, aber es steigt. Tatsächlich zurückgekehrt. Der Rat der Zehn weiß, und jetzt kriegt man noch mal ein bisschen Geld. Okay, alles schön und gut. Schauen wir mal hier rein. Gibt es hier noch irgendetwas? Erhöht die Lagerkapazität von Lagerhäusern? Nö. Nö, was ist das? Webstuhl. Nee, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so toll. Was haben wir hier? Nee, das haben wir noch nicht freigeschalten. Aber gut, okay. Eins nach dem nächsten. Wir sollten schnell zum Pirat hier runter, bevor der wieder das nächste Mal wieder Geld einsammeln will, weil, ja, das wird so langsam auch immer mehr. Was willst du? Ja, wir sind hier bei dem Bund und Achaje, wir haben schon 20 Mal den Korsarenpakt erkauft. Das ist einiges an Geld. Aber ja, gut, okay, okay. Kommt vor, kommt vor. Aber gut. Hauptsache, wir sind jetzt gleich befreit von den Piraten. Also mit dem ständigen Geldzahlen. Und man muss jetzt dann danach auch nicht mehr aufpassen, dass das ausläuft. Und ja, weil das ist mir zwischendurch passiert, als ich das Geld einfach hab laufen lassen. Und ja, das war dann doch. Hast du diese Sache erledigt? Ja, habe ich. Ich fange an, mich an dich zu gewöhnen. Wer hätte das gedacht? Ja, wenn das, du bereit bist, nehme ich dich in unsere Reihe auf. Ja, sehr schön. Und Life ist jetzt ganz verärgert. Ich weiß es nicht. Okay. Sie wohl nicht. Weil eigentlich, ich dachte, du bekommst genau richtig. Life wäre jetzt verärgert. Ich sag, weil, ja, Life hatte beim letzten Mal gemeckert, könnte man sagen, dass ich mit dem Piraten handel. Sprich schon, meine Zeit ist knapp. Weil der hatte ja auch noch ein paar Waffen gehabt. Aber, ja, gut, okay. Egal. Alles gut, alles tutti. Dann läuft's ja. Und wir können jetzt beruhigt uns hier um alle anderen Sachen kümmern. Wie jetzt zum Beispiel die Bücherproduktion oder die anderen Produktionen. Dann könnten wir eigentlich wieder hier auf die Tour schicken, dann passt es auch wieder und wir können jetzt schauen, was wir jetzt am ehesten machen. Oder wir machen jetzt mal die Aufgabe hier von der Schenke, was auch immer jetzt die Aufgabe wäre. Ist es auch nicht zu vermessen, euch hierbei um Hilfe zu bitten? 10 Bier, okay, ja, gut, okay, wieso nicht? Darüber, okay, Moment, Moment. Wir haben doch hier ein Schiffchen mit Bier. Und es muss darüber. Ja, dann gehen wir doch einfach mal darüber, bevor wir den wieder auf die normale Handelsroute schicken. Dann müssen wir nichts irgendwie einpacken, umpacken, whatever. Sondern es läuft schon fast automatisch nebenher. Ach ja, ich hatte auch noch unseren Diplomatenstatus beim Großvisier verbessert. Wir brauchen jetzt nur noch, ich glaube, eine oder zwei Rollen kaufen. Danke. Ihr seid zu Recht das Oberhaupt dieser Stadt.
Juhu, wir haben Brot bekommen. Aber naja, gut, okay, was soll's. So. Als ob wir nicht schon genügend Brot hätten. Aber ja, egal, da müssen wir auch wieder nichts umpacken. Ne? An sowas sollte man vielleicht auch denken. So, ich war dabei. Was wollte ich jetzt als nächstes machen? Ach so, machen wir jetzt erstmal hier das mit der mit den Perlen, weil das geht doch ein bisschen schneller. Ich glaube, da sollten wir hier noch so ein Markthaus hinbauen. Ihr wisst einiges über die Perlen. Ah, hier seht ihr, wir sind kurz vor knapp, aber das machen wir gleich, beziehungsweise darum kümmern wir uns gleich. Zuerst einmal kümmern wir uns jetzt darum, dass wir hier die Perlentaucher hinbauen. Perlenknöpfe, Perlentaucher, genau. Ja, okay. 1, 2, 3. Oh, jetzt fehlt es an Holz. Ja, gut, okay. Das ist natürlich sehr von Vorteil, dass hier die alle hier dieses Korallenriff nutzen können. Oh, das ist nicht so wie beim Steinmetz ist oder so. So, dann machen wir das jetzt einfach meine Ernennung zum Großen hier so dran, ist eine besondere würde ich mal behaupten. Weil Sultan ist jung und voller Tatendrang. Das passt, hätte ich jetzt gesagt. Dann können wir jetzt einfach hier einen Weg hier so durchbauen. Von hier. Nein. Bis hier und hier. Wow, das passt ja sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut einschätzen könnte vom Blick her. Aber gut, jetzt haben wir hier viele Perlen, einen Perlenknüpfer. Und ich glaube, wir sollten noch gleich einen zweiten Perlenknüpfer bauen. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt halt. Den drehen wir. Wow. Wow. Das ist ja gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Sultan sandte mich an diesen Ort. Ja, ich habe ja versucht, an ganz vielen Ecken und Kanten zu verkaufen. Ich glaube, ich habe alles irgendwie in den Verkauf gestellt, was wir irgendwie im Überschuss haben. Es ist der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, dass ihr euch hiermit befasst. Okay, Moment, machen wir erstmal langsamer. Dann 20 Tonnen Ton. Ton haben wir hier? Ja, hier. Dann geh mal dahin. Haben wir überhaupt genügend Ton? Ich glaube... Oh, das Lager leert sich. Okay, Moment mal. Dann müssen wir mal kurz hier Pause machen. Und hier auch Pause machen. Und dann anfeuern. Dann funktioniert das auch mit dem Ton einsammeln. Denke ich, glaube ich, hoffe ich. So, unser Schiffchen wurde jetzt beiseite geschubst. So eine Sauerei. Ja, ein bisschen braucht man noch. Sie haben das Spiel eine Stunde Zeiteinheiten lang beschleunigt. Oh, okay, das ist ja auch einiges. Puh, ja, gut, nett, weiter. Ich glaube, da gibt es dann auch noch Erfolge mit langsam machen oder irgendwie sowas. Und hallo? Also, jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's ja aber wirklich ab wie Schmitz' Katze. So, 20 Tonnen, so haben wir hier. Dann können die hier wieder ihre Arbeit aufnehmen. Und den können wir hier hochschicken. So, meine Güte. Das ist jetzt echt faszinierend, was wir jetzt alles hier freischalten. Aber ja, gut, okay, irgendwann einmal kommt die Zeit. Könntet ihr diese wichtige Angelegenheit erfolgreich abschließen? Ich bin froh, dass ihr euch diese wichtigen Angelegenheiten... Ja, gut. Mein Dank für deine Bitte nicht singen live. Live, bitte nicht. Also, ich habe nichts gegen Musik, aber was der macht, ist eher Katzenmusik. Es tut mir so wahnsinnig leid, aber ja. Er singt noch schräger als ich und das ist eigentlich schon eine Kunst, aber ja, gut, okay. So, was haben wir hier?
für besondere Sachen eigentlich keine so wirklich besonderen. Ah, halt, Moment. Diplomatie. Willkommen. Hier. Willkommen. Wir brauchen noch. Na komm, zeig's an. 100 Ansehen. Ja, gut, okay. Das dürfte. Also hier mag anfänglich verschlossen wirken. Doch wenn ihr euch seinen Respekt verdient habt, wird euch der Großvezier behilflich sein, so gut er es vermag. Okay, ja, nett. Aber wir holen jetzt uns erstmal die 100 Ansehen. Genau, da reicht dieses Ding, ja. Ja, da müssen wir nicht alles holen, weil, ich wollte es euch noch zeigen, bei den Adligen hätten wir theoretisch auch das um 500 Ansehen steigern zu können, aber das wäre ja jetzt rausgeschmissener Ruhm. Und den Ruhm können wir noch mehr als sehr gut gebrauchen, weil wir haben ja noch Errungenschaften zum Freischalten. Ach ja, apropos, ich habe hier auch 3 Stufen freigeschalten, damit wir da was kaufen konnten. Moment. Ja. Tada! Der Großvezier behandelt euch wie seinesgleichen. Welch herausragender Erfolg! Ja, das ist doch mehr als nur sehr gut. So, noch höher. Die Anwesenheit des Großveziers Al-Sahir zeigt deutlich, dass der Sultan an diplomatischen Beziehungen möge der Handel beginnen. So, schauen wir mal. Aber nee, das müssen wir extra freischalten. Ja gut, okay. Aber das ist ja wohl das kleinste Problem, wenn wir das dann freischalten wollen, müssen, dürfen, sollen, tun. Wie man auch immer das jetzt beschreiben möchte. So, fahren wir dann hier hoch, weil jetzt... Die Anwesenheit des Großveziers. Ja, ist gut. Baumenü. Jetzt können wir auch dann das Fundament der Sultansmoschee dann bauen, wenn wir genügend Gesandte haben. Das braucht noch ein bisschen, wie es aussieht. Aber ja, das ist ja, glaube ich, das kleinste Problem. Aber später. Das bauen wir später, weil das wird auch einiges an Baumaterialien verschlingen, genauso wie auch wie der Bau des Kaiserdoms auch Unmengen an Unmengen an Materialien verschlingen wird. So, jetzt aber. Ich wollte jetzt gerade mal schauen, wie viel Eisen haben wir hier? Können wir hier? Ja, können wir locker, okay. Dann bauen wir hier oben noch eine Waffenschmiede hin, hätte ich jetzt gesagt. Hey, heißt sogar direkt Waffenschmiede und nicht irgendwie anders. Weil dann könnten wir auch unsere eigenen Waffen herstellen und somit bessere Turniere abrichten, wollte ich gerade sagen, veranstalten. Und das braucht ja nur Eisen und produziert Waffen und ja, dann läuft das auch. Genau, dann bräuchten wir nur noch diese Proviant-Dinger selber herstellen zu können, aber eins nach dem nächsten. So, schauen wir mal, wie es in der Zwischenzeit mit den Perlen aussieht, halt hier. Was für eine Tendenz haben wir hier? Hierbei helfen? Bitte. Warum winselt der so? Komisch. Winseln hört sich komisch an. Nein. Wenn du winselst, dann will ich dir nicht helfen. So, aber das mit den Perlen funktioniert wohl recht gut. Wir könnten vielleicht noch eine weitere Perlenknüpferei bauen. Die könnten wir vielleicht hier so dran setzen. Genau. Und einfach zur Sicherheit eine weitere Perlentaucherhütte. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine sichere Seite und können hier sehr glückliche Gesandte haben. Das ist doch perfekt. Dann können wir schauen, ob wir noch mehr Gesandte bekommen. Wie viele? Oh, wir hätten noch ein paar Gesandtenbriefe übrig. Also dürfte das ja theoretisch fast kein Problem sein.
werden. Hallo, grüne Pfeile. Genau. Sehr schön. So, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ziehen wir mal hier diese Häuser mal hier hoch. Upsalas, kleine Noria. Ja, das mit der kleinen Noria nervt so langsam. Aber gut, okay. Es gibt auch irgendwann einmal, vielleicht auch sogar schon jetzt, irgendein Item, wenn man das in den Kontor sockelt, dann haben die Norias zwar deutlich erhöhte Unterhaltskosten, also die hier, aber dafür unendlich Wasser. Man muss das nicht immer wieder neu auffüllen. Und ich glaube, so von den Relationen her dürfte das auch relativ gut passen bzw. fair sein. Glaube ich jetzt. Ich bin mal ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Aber gut, okay. Wir werden es ja sehen. So, eins noch. Oder? Gehen noch mehr? Einer von neun. Okay, da geht noch ein bisschen mehr. Dann warten wir noch ein bisschen, bis wir noch ein bisschen mehr hochstecken. 7, 8, 9. Perfekt. So, jetzt haben wir es. Zap, zap, zap. Oh, einer sogar noch. Den hier. Jetzt haben wir genügend Gesandte, wie es aussieht. So, jetzt haben wir es. Genau, voll ausgeschöpft. Perfekt. Und genau, da steigert sich das Ganze jetzt auch ein bisschen. Moment. Die sollten vielleicht auch einziehen. Ja, und schon sind wir wieder im Minus. Aber naja, gut, okay. Wir haben jetzt so ein bisschen Puffer aufgebaut. So, was haben wir hier? Umfassendes Wissen über unsere Baukunst erlangt. Es hatte geblinkt, aber da kam nichts Neues dazu. Ah, hat nur falsch geblinkt. Naja, gut, okay. Oder ich habe es falsch gesehen. Ja, und jetzt, ja, der Brunnen, der sieht schön aus, aber, ja. Und die Festung brauchen wir nicht. Das habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Früher von diesem Auftrag erzählen müssen. Genau, hättest du mal. Und nicht singen live. Merk dir das. Nicht singen. Ich mag dich, aber ja, nicht singen. Ich weiß. Ich wiederhole mich. So, da das jetzt hier mit den Gesandten gut läuft, sind wir jetzt schon voll, nein, noch nicht. Komm, steigert euch noch. Können wir uns jetzt dann wirklich um die Bücherproduktion kümmern und, hey, wir sind im Plus. Wir sind im Plus und wir haben euphorische Gesandte. Oh, das ist doch sehr schön. Das ist doch perfekt. Was will man mehr? Jetzt müsste das Ganze dann nur noch auch oben in unserer Occident-Siedlung dann so laufen. Aber ja, gut, okay. So, aber nur so aus Sicherheitsgründen und so machen wir die jetzt einfach mal nur glücklich, dass wir noch schön im Plus sind, weil jetzt müssen wir die Bücherproduktion hier vorantreiben bzw. in Gang bringen. Und zwar, wie viel Indigo haben wir denn hier? Okay, wir haben relativ viel Indigo. Und wir bräuchten jetzt Papier, um daraus Bücher zu machen. Jetzt müssen wir hier nochmal kurz gucken. Genau. Papiermühle, die benötigt Holz. Ja, das ist klar. Daraus macht sie Papier und Bücher werden aus Indigo und Dingen hergestellt. Ja gut, okay, dann passt das ja. Das Einzige, was nicht passt, ist, dass wir hier kein Glas haben. Kannst du beim nächsten Mal Glas mitbringen? Nee, hier wird auch kein Glas hergestellt. Wo wird nochmal Glas hergestellt? War das doch hier unten? Ja, doch, hier. Okay. Dann müssen wir kurz bei unserer Handelsroute Gewürze und Glas das hier mal kurz auf
0 setzen. Was? Genau. Wie viel hast du dabei? Oh, du hättest sogar noch was dabei. Gut, dann tun wir es mal ausladen. Dann haben wir es auf jeden Fall bei uns in der Stadt. Und wir dürfen es nur nicht vergessen, das wieder umzustellen. Und, ach hey, wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Okay, Leute, dann mache ich mal hier einen Cut. Und um die Bücherproduktion kümmern wir uns einfach in der nächsten Folge. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.